Hallo? Und herzlich willkommen zu Assassin's Creed 4 Black Flag. In der letzten Folge haben wir unseren alten Kollegen Ducasse ausgeschaltet, der uns in seinen finalen Minuten seine ewige Liebe gestanden hat. Wir haben ihn aber auf ewig gefriendzoned, haben damit eine ganze Bucht erobert, Vietnam-Flashbacks bekommen, Vietnam-Flashbacks in Frankreich bekommen und sind dann letzten Endes auf einem Baum aufgewacht, wo uns James Kidd mit einem Stock verprügelt. Und ja, genau an der Stelle machen wir jetzt auch weiter. Nach unserem Gespräch mit James Kidd sollen wir diesem folgen und das tun wir auch erstmal. Wir folgen ihm also durch den Dschungel und er zeigt uns seinen Lieblingsstein. Dankeschön. Spaß, natürlich nicht. Dieser Stein ist eine Maya-Stele, auf die wir hinaufsteigen können, um ein kleines Rätsel zu starten. Nach dem Rätsel wird auf eine besondere Stelle hingewiesen. Wir gehen also hin, buddeln aus und finden dieses besondere Artefakt, was laut James Kidd wie ein Schlüssel dienen soll, die uns anscheinend zu einem Schatz führen wird. Das ist gut zu wissen, aber gerade nicht unser Fokus. Wir sind nämlich noch lange nicht fertig und folgen James Kidd weiterhin und kommen in einer Höhle an, die in Ducasse Partykeller führt. Das juckt aber keinen, wir gehen weiter nach oben und enden in Ducasse Anwesen. In seinem Büro angekommen sehen wir dieses coole Outfit, was sich aber hinter 5 Schlössern befindet. In anderen Worten, wir müssen noch 4 andere große Templer töten und können uns dann dieses Outfit gönnen. Jetzt ist das jedenfalls noch nicht möglich. Ich verlasse dann die Villa, gehe zu einem Synchronisationsposten, oder wie das heißt, synchronisiere unsere frisch gebackene Basis und versuche dann erneut den Todessprung. Wir sind aber der Main-Character und überleben deswegen. Am Pier angekommen, reden wir noch kurz mit James Kidd, wir machen ein weiteres Treffen aus, verabschieden uns von unserem Freund und beenden somit die Mission. Was wir jetzt, by the way, tun können, ist unsere Basis zu upgraden. Das bedeutet, wir bauen ein Gebäude für den Hafenmeister, hier können wir unser Schiff verbessern und auch andere wichtige Sachen kaufen. Erbauen zudem einen wunderschönen Gemischtwarenladen, für den Fall, dass wir Kondome brauchen. Erbauen natürlich auch eine Taverne, sonst wäre mein Name nicht Kanasen und haben nicht genug Cash für die anderen Sachen. Das ist aber in Ordnung, sowas können wir auch später machen. Was wir jetzt machen, ist erstmal zur Taverne gehen und nach einem Konvoi zu fragen. Wir sind obviously stärker als zuvor, aber trotzdem will ich die Jackdaw wieder in Action sehen und mich gleichzeitig überlegen fühlen. Um mich warm zu machen, greife ich aber erstmal ein paar Schoner und eine Brick an, um zu gucken, wie die Chancen gerade so stehen, und ich überrolle meine Gegner wie eine Dampfwalze. Das ist mittlerweile echt zu leicht geworden. Ich habe mit den gewonnenen Waren, by the way, das Schiff noch ein wenig ausgebessert, damit wir auch für jede Situation gewappnet sind. Ich fahre mit dem Schiff also zur Location, sehe meine Gegner und ja, genau wie vermutet, haben wir unsere Gegner absolut overpowered, weil wir einfach krass sind und jede Frau im Club abbekommen. Ich meine im Ernst, wir sind mittlerweile viel zu stark für die Gegend, weswegen es Zeit wird, ein paar neue Gewässer zu betreten. Ich beschließe deswegen, ein Fort anzugreifen. Die Forts sind in der Regel deutlich stärker als die Schiffe, weswegen ich mich auf einen guten Kampf eingestellt habe. Vorerst, bevor wir uns an das Fort selbst machen, möchte ich noch die ganzen Schiffe ausschalten, damit es bei einem sauberen 1 gegen 1 bleibt. Bedeutet, wir wrecken erstmal jedes Schiff in diesem Gewässer. Wir werden sogar von Kopfgeldjägern angegriffen, die aber auch relativ schnell in ihre Schranken zurückgewiesen werden und machen uns weiter, die restlichen Schiffe zu dezimieren. Ich habe mich dann in Richtung des Forts begeben und habe mich auf einen guten Kampf eingestellt, aber Leute, selbst das Fort ist zu schwach. Wir vernichten wirklich problemlos die Türme und haben wieder einmal unsere Feinde gerackt. Die Türme gehen, by the way, in einer sehr coolen Animation kaputt, like for real. Es sieht echt cool aus, muss man einfach mal sagen. Und der letzte Turm ist nun ohne großen Aufwand easy vernichtet. Wir legen nun am Hafen des Forts an und beschließen nun, das Ganze fußläufig zu machen. Das ist obviously auch nicht wirklich schwer. Wir vernichten den Offizier des Forts auf brutalste Weise, dürfen nun in den Kriegsraum und töten den Mann zu Tode. Das Fort ist nun eingenommen, wir haben damit einen Teil der Map freigelegt und hatten ein wenig Spaß. Wahrscheinlich fragen sich gerade einige von euch, hey Kanasen, wieso hast du eigentlich keine epische Compilation gemacht, so wie jedes Mal? Das liegt daran, dass die Section einfach zu leicht war, weswegen ich mir das für später aufspannen wollte, aber keine Sorge, kommt in dieser Folge auf jeden Fall noch vor. Da das Fort so easy einzunehmen war, habe ich beschlossen, noch mehr Forts einzunehmen, weil wir zum einen damit die Map weiter freischalten und zum anderen auch noch Geld verdienen und mit diesem frisch verdienten Geld unsere Jackdaw weiter upgraden können. Ich greife also das Küstenfort an und der Krieg möge beginnen. Auch hier ist nach ein paar Salven schon klar, dass das Fort die Stabilität eines Unheilig-Fans hat. Bedeutet, das Fort ist ungefähr so stark wie ein Papierflieger. Ganz viel Kabumm, noch mehr Kabumm und der Krieg zu Fuß möge uns zum Sieg führen. Wir laufen durch die Gegnermassen, denn unser Ziel ist zuallererst der Offizier. Offensichtlich habe ich trotzdem Verluste getötet. Der Offizier ist gefunden, ich mache ein cooles Schutzmanöver und mache Schweizer Käse aus ihm. Ab geht's also in den Kriegsraum, wir erschießen den Kommandanten und auch dieses Fort gehört uns. Wir haben übrigens ordentlich Cash angesammelt, wir kaufen uns also wieder Verbesserungen, weil wir uns jetzt an jemand deutlich stärkeren wagen werden. Und zwar ist in der Nähe von uns ein legendäres Schiff, zu dem wir uns natürlich erstmal begeben. Auf der Suche nach einer ordentlichen Challenge sehe ich die beiden Kriegsgiganten und traue meinen Augen nicht. Die beiden sind fahrende Festung und ja, ich muss beide gleichzeitig besiegen. Ich versuche dabei, einen der Schiffe vom anderen wegzulocken, damit ich quasi einen nach dem anderen ausschalten kann. Aber ich bemerke sehr schnell, dass ich wirklich sehr stark unterlegen bin. Nicht nur, dass mich die beiden Schiffe komplett auseinandernehmen, vielmehr kann ich nicht mal einen von denen besiegen, weswegen ich meine vorläufige Niederlage akzeptiere und somit beschließe, später nochmal zu kommen. Da ich wieder dringend Cash brauche, beschließe ich ein paar Nebenmissionen zu erfüllen. Diese erfülle ich überwiegend in Nassau und häufe damit wieder etwas Reichtum an. Nacheinander erfülle ich meine Aufgaben, mache damit auch ganz gut Cash und beschließe wieder in See zu stechen und alles und jeden zu vernichten. Bevor ihr euch fragt, wieso ich das mache, ich bekomme Materialien, wenn ich die Schiffe enter und diese brauche ich wiederum, um meine Jackdaw auszubessern oder sogar den Stuff zu verkaufen und somit mehr Geld an mich zu reißen. Ich verbessere meine schweren Kugeln, damit sie sogar noch tödlicher werden und nun geht es auf zum nächsten Fort, was auf den Namen Contoyor hört. Ich dachte mir, dass das Fort wieder
wieder leicht einzunehmen sein wird. Aber Leute, ganz im Ernst, das Fort hatte es wirklich in sich. Und das Ganze war der vermutlich schwierigste Kampf, den wir bislang hatten. Zudem gab es auch noch die stürmische See, die mir ein Dorn im Auge war. Aber ganz ehrlich, ich könnte euch erklären, was passiert ist, aber schaut euch einfach an. Das Fort ist nun eingenommen und Leute, offen und ehrlich, dieser Kampf war echt nicht einfach. Die Wasserhose hat es, by the way, deutlich erschwert, auch nur ansatzweise in die Nähe des Forts zu kommen, weswegen ich immer den richtigen Abstand gebraucht habe, aber irgendwann habe ich es endlich hinbekommen und das Fort ist nun final unser. Wie dem auch sei, geht es nun weiter mit der Hauptstory. Wir sollen uns mit James Kidd treffen, der anscheinend schon längst eingedrungen ist, wir hingegen müssen nochmal an den ganzen Leuten vorbeischleichen. Die Sache hierbei ist, dass wir niemanden töten dürfen, bedeutet, wir müssen die ganzen Leute erwürgen. Da ich sowas aber auch öfter in meiner Freizeit mache, fällt mir das nicht wirklich schwer und ich komme immer weiter voran. Hier muss ich noch einmal die KIs ansprechen. Ich meine, hast du Sand in den Augen? Ich erwürge wirklich vor seinen Augen seine Kollegin, aber ihnen scheint das nicht wirklich zu kratzen. Gute Nacht, mein Schatz. Apropos Schatz, ich öffne diese Schatztruhe hier und werde einfach instant gesehen. Toll. Nicht so schlimm, wir respawnen wieder am Anfang dieser Passage, erwürgen diesmal die Person, die uns gesehen hat und wir wurden wieder gesehen. Ich war hier leicht genervt, aber wirklich nur leicht, weil ich mich einfach blöd angestellt habe. Kann passieren, alles gut. Jedenfalls stelle ich mich diesmal ein bisschen geschickter an, erwürge, was das Zeug hält, schaffe es endlich rüber und bin nun endlich befreit. Ich will nicht mehr. Ich habe es dann schlussendlich geschafft, am Ziel anzukommen. James Kidd war, by the way, schon da und wir werden einfach trotzdem erwischt. James kennt diese Leute, by the way, auch. Das bedeutet, er hätte einfach mit ihnen reden können, aber okay, dann nicht, machen wir das Leben schwer. Jedenfalls redet Häuptling Flinkes Händchen mit uns und fragt, ob wir schon Karneval haben. Ich verstehe endlich, wo James seinen Humor her hat und damit endet dieser Tag. Ja, liebe Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Hinter dem Schnitt war wieder mal eine Menge Mühe, aber absolut worth it. Jede einzelne Sekunde und ich hoffe, dass ihr das Ganze auch so seht. Nächste Woche kommt dann die nächste Folge zu Assassin's Creed 4 und diese Woche am Samstag um 20 Uhr, um genau zu sein, kommt dann die nächste Folge zu Hillbilly Rage bzw. Red Dead Online. Falls ihr übrigens Hillbilly Rage sehen wollt, sowohl die letzte Folge davon als auch die letzte Folge Assassin's Creed 4 werden euch gleich in der Endcut angezeigt. Könnt ihr euch also geben, wenn ihr wollt. Und wenn nicht, dann nicht. Ich sage ciao, arrivederci, amenakoim und bis zum nächsten Mal.